Eisenbahnidylle im Nordosten von Polen. Über die Steinbrücke fährt ein Güterzug in Richtung Süden. Auf einer Eisenbahnstrecke, die es schon seit 1860 gibt. Die Ostbahn. In ihrer Hochzeit transportierte die Ostbahn Personen und Güter aus dem Osten des Preußischen, später des Deutschen Reichs von und nach Berlin. Wer bis zum Ersten Weltkrieg mit dem europäischen Luxuszug, dem Nordexpress, reiste, der startete in Paris und fuhr ab Berlin auf der Ostbahnstrecke über Königsberg bis zum russischen Grenzbahnhof bei Eidkunen und dann weiter bis St. Petersburg. Ursprünglich war die Ostbahn aus rein militärischen Gründen in einer dünn besiedelten und kaum erschlossenen Landschaft mit Seen, Flüssen und Sümpfen geplant. Nach der Eröffnung wurde sie aber schnell eine wichtige Eisenbahnstrecke im nationalen und auch internationalen Reise- und Güterverkehr. Die Ostbahn. Eine fast vergessene Eisenbahn-Erfolgsgeschichte. Entlang der Hauptlinie Berlin-Bromberg-Königsberg war Preußens Zentrum in Berlin und Potsdam auch dank der zahlreichen Zubringerstrecken schnell zu erreichen. Seit dem Baubeschluss 1849 waren zeitweise bis zu 12.000 Arbeiter im Einsatz, um zum Teil wahre Eisenbahnschlösser entlang der Strecke zu bauen. Wie hier die Weichselbrücke vor Dirschau, dem heutigen Chef. Die Brücke von Dirschau hat es bis in die Liste der historischen Meilensteine der Ingenieurbaukunst geschafft. Für den Bau der Ostbahn wurden überall in Preußen Arbeiter gesucht. 10 Silbergroschen für 14 Stunden Arbeit, der Gegenwert von 3 Schwarzbroten. Kein sehr guter Lohn, aber eine Strickerin in Berlin brachte es pro Tag nur auf 4 Silbergroschen. Bald standen überall entlang der Strecke prächtige Bahnhöfe, wie hier der Ostbahnhof in Berlin. Alles, was aus dem Osten nach Berlin transportiert wurde, fuhr auf der Ostbahn. Es war die Strecke, mit der alle Gebiete östlich von Berlin kontrolliert werden konnten und auf denen umgekehrt Nahrungsmittel und Rohstoffe ins Zentrum gebracht wurden. Die Ostbahn war zum bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden. Dank ihr wurden Produktionsstätten für Lokomotiven, Güter- und Reisezugwaggons gegründet. Und auch der Personenverkehr nahm zu. Bis 1895 fuhren täglich 17 Fernzüge aus dem Osten nach Berlin. Im Regionalverkehr verließen jeden Tag 15 Züge Berlin Richtung Osten. Die am Anfang nur vom preußischen Militär gewünschte Eisenbahn brachte von Berlin bis in das kleinste Dorf nur Vorteile mit sich. Neben den Transportmöglichkeiten eben auch Arbeitsplätze. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es keine durchgehende Eisenbahnfahrt auf der Ostbahntrasse mehr. Einfahrt der Oderlandbahn im Berliner Bahnhof Lichtenberg. Früher zusammen mit dem Ostbahnhof einer der Startbahnhöfe der Ostbahn. Der Corona-Zeit entsprechend ist die Nutzung der Bahnlinie heute Morgen nicht allzu groß. Der Pendlerverkehr ist ebenso unterdurchschnittlich wie der Tourismus zum beginnenden Wochenende. Auf der Linie bis ins polnische Korszyn verbindet ein ganz besonderes Gefühl den Lokführer Christian Winking mit seiner Arbeit. Ja, wie schön das ist, durch diese Landschaft zu fahren und zu sehen, die Natur und das Ganze drumherum. Es macht schon Spaß, weil wir ja täglich mit den Bürgern aus Polen zu tun haben, die mit uns reisen hin und her. Und da hat man schon das Gefühl, in Europa zu sein. Der Dienst an Europa geschieht hier ab Lichtenberg mit einem zweigliedrigen Bombardier Talent. Das war's, wir sind abfahrbereit. Je nach Bedarf können die zwei- bis viergliedrigen Züge bis zu 400 Passagiere transportieren. Die Odertalbahn auf dem Weg ins polnische Korszyn. Ein Problem haben die Lokführer der Odertalbahn. Die Strecke ist eingleisig. Die Züge fahren genau im Stundentakt. Verzögerungen, etwa durch Warten auf den Gegenzug in den eingleisigen Teilen der Strecke, sind da nicht vorgesehen. Die Regionalbahn fährt exakt auf der Linie der Ostbahn. Die hatte damals eine weit über die Region hinausgehende Bedeutung.
Entsprechend war der Verwaltungssitz der königlich-preußischen Ostbahndirektion in Bromberg. In der Größe wohl passend für die Verwaltung des fast 5000 Kilometer großen Eisenbahnnetzes. Auf diese Länge war Ende des 19. Jahrhunderts das Ostbahnnetz einschließlich der Zubringerstrecken angewachsen. Die Bedeutung des Netzes war in Bromberg auch nach außen leicht zu erkennen. Das ehemalige Verwaltungsgebäude spiegelt bis heute Prunk und Größe der Eisenbahngesellschaft wider. Heute gibt es keine Ostbahndirektoren mehr. Der Verwaltungspalast in Bydgoszcz, dem ehemaligen Bromberg, ist leer und wartet in seiner ganzen Pracht auf jemanden, dem für dieses riesige Gebäude eine Verwendung einfällt. Der Zweite Weltkrieg beendete die zusammenhängende Nutzung der Strecke. Die Odertalbahn ist inzwischen aus Berlin raus. Mit im Zug Hermann Schmittendorf, Eisenbahnjournalist und Spezialist für deutsche und polnische Eisenbahnen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also es hat sich so entwickelt, glücklicherweise, auch die Ansagen hier im Zug sind zweisprachig, polnisch und deutsch, hat sich so entwickelt, dass von beiden Seiten der Grenze Leute gerne mit dem Zug fahren. Berlin ist näher geworden, Polen ist auch nicht mehr so fremd. Einfahrt in Selo. Hermann Schmittendorf hat sich hier rund 30 Fahrminuten außerhalb von Berlin mit Guido Noack verabredet. Der ist Verkehrsreferent der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg und einer der Gründer der Ostbahn-Initiative, die sich die Strecke durchgehend zweigleisig und elektrifiziert wünscht. Zusammen gehen sie zur Gedenkstätte der Seeloer Höhen. Die Gedenkstätte liegt direkt am Oderbruch. Von dort oben, so Guido Noack, sei sehr gut zu erkennen, warum die Ostbahn das ideale Verkehrsmittel für die gesamte Region sei. Am Oderbruch fand 1945 die letzte Schlacht zwischen Wehrmacht und sowjetischen Truppen vor dem Sturm auf Berlin statt. Innerhalb von wenigen Tagen fielen auf beiden Seiten damals mehr als 45.000 Soldaten. Wenige Wochen nach der Schlacht am Oderbruch war der Zweite Weltkrieg vorbei. Der Blick von den Seeloer Höhen bietet Anlass für zukunftsweisende Ideen. Mit durchgehend zweigleisigem Ausbau könnte sie noch sehr viel wichtiger werden als heute schon. Und hier ist die Bundesstraße 1 und die ist wie die Ostbahn eine Entwicklungsachse des Landkreises Märkisch-Oderland. Ganz, ganz wichtig. Und für die Region hier vor Ort. Denn da, wo Bahn ist, ist auch Entwicklung, muss man ganz klar sagen. Und das sehen wir jetzt schon an den Pendlerzahlen zwischen Deutschland und Polen. Die sind nirgendwo so hoch wie hier an der deutsch-polnischen Grenze in Köstinkiez und Koszalin. Es ist eine idyllische Gegend, hier an der Grenze zwischen Deutschland und Polen. Sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene gibt es keine Grenzkontrollen mehr. Die alte Oderbrücke steht zum Abbruch bereit. Die Odertalbahn wird nur noch kurze Zeit auf der Eisenbahnbrücke Richtung Koszalin fahren können. Eine neue Brücke soll auch diesen Teil der Ostbahn zukunftsfähig machen. Im Stundentakt fahren die Talent-Dieseltriebwagen von und nach Berlin und Koszalin. Pro Jahr werden 290.000 Fahrgäste im deutsch-polnischen Grenzverkehr hin und her gefahren. In Koszalin beginnt der polnische Teil der einstigen Ostbahn von Berlin Richtung Masuren. Auf der nächsten Etappe wird eine modernisierte SU-42-Diesellok der polnischen Eisenbahngesellschaft PKP unsere Zugmaschine sein. Die Festungsstadt Koszalin wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs fast komplett zerstört. Erst nach 1994 wurden Altstadt und Festung wieder aufgebaut und wie vor dem Ersten Weltkrieg zum attraktiven Ausflugsziel für die Wochenendausflügler aus Berlin. Gorzów, das ehemalige Landsberg an der Warthe,
wird die nächste Station auf der Ostbahnstrecke sein. Eisenbahnjournalist Hermann Schmittendorf hat sich hier mit dem ehemaligen Stadtdirektor von Golzow, Jacek Jeremitz, verabredet. Auch er ein ausgezeichneter Kenner der Ostbahnhistorie. In seiner Zeit in der Stadtverwaltung musste der 1914 eröffnete Eisenbahnviadukt an der Warthe renoviert werden. Stadt und Region hatten aber kein Geld. Und so drohte eine Stilllegung der Eisenbahnstrecke ab Golzow. Mit viel Getöse setzt sich die SU 42 in Bewegung. Jacek Jeremitz erzählt von der rundum gelungenen Erneuerung des Viadukts und der Flusspromenade. Es bestand die Gefahr, dass die Züge nicht weiterfahren. Und das wäre natürlich sehr problematisch gewesen. Aber man hat diesen Hochviadukt dann mit 110 Millionen Zloty halt renoviert. Ist ja auch ausgelegt auf zwei Gleise. Und damit auch für die in Polen erhoffte zweigleisige Wiederbelebung der Ostbahntrasse geeignet. Durch den Viadukt entlang der Warthe entstand für Golzow neben der Marienkathedrale eine weitere Touristenattraktion. Wie überall auf der Strecke der Ostbahn finden wir auch in Golzow, dem früheren Landsberg, Altstädte, denen man die Schäden des Zweiten Weltkriegs nicht mehr ansieht. Die für die Region typische rote Backsteinarchitektur schaut wie frisch gebaut aus. Seit Anfang 2020 wird auch der Turm der Marienkathedrale renoviert. Unsere nächste Station auf der Ostbahnstrecke ist Piwawówna. Piwawówna hieß früher Schneidemühl und war Ausgangspunkt der ersten Ostbahnstrecke bis Bromberg im Jahr 1851. Wir sind am frühen Morgen von Golzow aus die rund 120 Kilometer mit dem Intercity bis Piwa gefahren. Ab hier ist die Ostbahn durchgehend bis Danzig und weiter östlich bis Elblung, kurz vor der russischen Grenze, elektrifiziert. In Piwawówna Station zu machen, hat zwei Gründe. Hinter der Strecke mit den Dieselzügen ist auf dem ehemaligen Bahnbetriebsgelände der PKP die Interlok-Werkstatt. Wenn in Polen eine Dampflok wieder fährt, dann wurde sie fast durchweg bei Interlok wieder aufgebaut. Zum anderen wollen wir hier den ersten zwischen 1870 und 1874 entstandenen Rundlokschuppen der Ostbahn aufsuchen. Die Schuppen wurden gebaut, um bis zu 16 Loks gleichzeitig unter Dach warten zu können. An der Bauweise des Rundlokschuppens in Piwa mit seiner freitragenden Kuppel orientierten sich die zahlreichen anderen Werkstätten der Ostbahn. Mit den länger werdenden Lokomotiven war die Zeit für die Rundlokschuppen vorbei. Die Konstruktion war nur auf eine begrenzte Länge der Drehscheiben ausgelegt. Die Schuppen wurden deshalb abgerissen oder als Lagerschuppen anderweitig genutzt. In Piwa steht das relativ kleine Vorbild für die anderen immer noch und ist denkmalgeschützt. Die Archivaufnahmen stammen aus dem Jahr 2011. Damals entstand die Idee, in Piwa ein Museum einzurichten. Das Innere gleicht allerdings bis heute eher einer Werkstattruine als einem Museum. Immerhin, die handbetriebene Drehscheibe funktioniert noch. Das Dach wurde nach der Besichtigung erneuert, um den Schuppen vor dem völligen Zerfall zu schützen. Ansonsten sieht es heute im Inneren noch so aus wie damals. Die Hoffnung auf ein Museum lebt in Piwa aber weiter. Vor allem in der direkt daneben liegenden Interlok-Werkstatt. Direktor Marek Furtacz zeigt uns gerne sein kleines Reich. Es besteht eigentlich seit 1907 als Eisenbahnbetriebswerk. 1989 wurde daraus in einer Kooperation zwischen der staatlichen PKP und Privatinvestoren
ein Spezialist für historische Dampflokomotiven. Wir renovieren hier die Kessel von historischen Dampfloks. Wir stellen auf der Grundlage der alten Teile mit alten Produktionsmethoden neue Feuerbüchsen und Dampfkessel her. Im letzten Jahr gab es bei Interlok noch Arbeit für 20 Dampflok-Spezialisten. Dann kam Corona. Im Tourismus gab es keine neuen Projekte mehr und damit auch keine Lokomotiven, die man für Freizeitparks oder Museumsbahnen hätte renovieren können. Unser Zug zum nächsten Etappenziel wird von einer EP07 gezogen. In Polen eine der am häufigsten im Intercity-Verkehr eingesetzten Elektrolokomotiven. Weil sie so häufig zu sehen ist, hat sie von Eisenbahnfreunden sogar einen Spitznamen bekommen. Siódemka, die Nummer 7, dem letzten Buchstaben der E-Lok entsprechend. Kilometer nördlich von Piwa wollen wir eine der von Interlok aufgearbeiteten Dampflokomotiven im Einsatz sehen. Sie stand jahrelang als Denkmal auf dem Gelände der ehemaligen Wirsitzer Kreisbahn in Białoszybie. Nun ist sie wieder fahrbereit. Am Bahnhof von Białoszybie wartet der Chef der Eisenbahnfreunde auf uns, Radek Olejniczak. Białoszybie ist ein kleiner Ort mit gerade mal 2600 Einwohnern. Hier fährt so mancher Zug ohne anzuhalten vorbei. Aber nie ohne ein Hubsignal. Und das hat einen besonderen Grund. In der Werkstatt des denkmalgeschützten Schmalspurgeländes der Eisenbahnfreunde wird geschraubt, gehämmert und geputzt. Die ganze Aufmerksamkeit gilt einer 50 PS starken 600 mm Schmalspurlok, einer Lowa BN2T. Sie wird fit gemacht für die nächste Ausfahrt und für ein Zeremoniell, das vor jeder Ausfahrt stattfindet. Bei den Eisenbahnfreunden haben neben der BN2T auch eine ganze Reihe von Diesel-Oldies Unterschlupf und Pflege gefunden. Beispielsweise dieses Prachtstück der rumänischen Lokomotivfabrik 23. August. Diesen Maybach-Dieselmotor wollte uns Radek unbedingt vorführen. Plötzlich haben es die Eisenbahnfreunde eilig, mit der Dampflok vom Gelände zu kommen. Innerhalb von wenigen Minuten steht die Museumsbahn direkt neben der Hauptstrecke von Piwa nach Marienburg und Danzig. Offensichtlich bleibt wenig Zeit für vorsichtiges Heranrangieren. Gerade noch rechtzeitig fertig. Begegnung von Vergangenheit und Gegenwart. Die Gegenwart bezeugt durch das Ritual eines Hubsignals ihren Respekt gegenüber dem Dampfveteranen. Der macht sich jetzt selbst auf den Weg. Fast wie früher, als Güterzüge 5 Meter neben dem Schmalspurgleis stoppten und die Fracht umgeladen wurde. Den Fahrgästen des Museumszuges steht ein Ausflug in das Umland der ehemaligen Ostbahn bevor. Waldreich mit nur geringer Besiedlung. Mit an Bord des Dampfausflugs ein offensichtlich sehr zufriedener Radek Olejniczak.
Die Lowa BNT2 ist seit ihrer Restaurierung durch Interlok im Jahre 2013 höchst erfolgreich. Sonderfahrten und seit März 2019 ein regelmäßiger Ausflugsverkehr in die Wälder erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Die Attraktion in der ansonsten strukturschwachen und kaum besuchten Gegend rund um Piaushibi. Ein Jahrhundert lang sorgten Schmal- und Normalspur-Nebenstrecken wie das der Wirsitzer Kreisbahn mit dafür, dass der Personen- und Güterverkehr zwischen Berlin und Ostpreußen zu einem in diesem Ausmaß nie erwarteten Erfolg wurden. In seiner Hochzeit war das Schmalspurnetz der Wirsitzer Kreisbahn fast 170 Kilometer lang. Davon sind nur noch wenige Kilometer übrig. Die aber werden regelmäßig von den Touristenzügen der Eisenbahnfreunde von Białuszybie genutzt. Endstation für die Schmalspurbahn mitten im Wald. Radek hat seine gesamte Freizeit in den Dienst der Schmalspurbahn gestellt. Mit unserer Schmalspurbahn bringen wir jedes Jahr etwa 10.000 Touristen hierher. Für ein Dorf wie Białuszybie eine riesige Zahl. Und jedes Jahr seit Beginn der Dampfeisenbahnausflüge gehen die Zahlen steil nach oben. Als Kind hatte ich immer davon geträumt, mal eine Dampfeisenbahn zu fahren. Und ich kann nicht aufhören zu träumen. Auch mein Privatleben ist eng mit Eisenbahn verknüpft. Kann man so sagen. Radek hat seine Frau bei den Eisenbahnfreunden kennengelernt. Sie fährt dort ebenfalls ab und an die Dampflok. Es hat doch noch ein Zug auf der Hauptstrecke im Bahnhof von Białuszybie angehalten. Und mit dem geht es weiter auf der Ostbahnstrecke Richtung Masuren, in den Nordosten von Polen, nach Malbork, dem früheren Marienburg. Malbork hat besonders schöne Beispiele für die Backsteingotik, die seit dem 12. Jahrhundert überall im Ostseeraum entstand. Der Bahnhof von Malbork ist schon aus diesem Grund einen Besuch für Eisenbahnfreunde wert. In der Eingangshalle der Streckenverlauf der Ostbahn in Stadtwappen. Von Elblong über Malbork und Pomberg bis nach Berlin. Der Wartesaal ist ein ausgesprochenes Prunkstück. Einfahrt eines Regionalzuges vom Typ Newag Impuls. Wir arbeiten uns in der Liste der Eisenbahnen aus polnischer Produktion langsam durch. Der Impuls ist ein Elektrotriebwagen, der Platz für maximal 500 Passagiere hat und fast überall im Regionalzugverkehr in Polen im Einsatz ist. Als Bahnknoten ist Malbork Durchgangsstation in Richtung Norden, nach Danzig. Und in Richtung Nordosten nach Kaliningrad. Auf dem Weg von oder nach Malbork bietet jeder Zug seinen Passagieren ganz besonders schöne Ausblicke. Die Marienburg, größtes Werk der Backsteingotik, mehr als ein Jahrhundert Haupthaus und Machtzentrum des Deutschordensstaates. Die Kriegsschäden sind fast völlig beseitigt. Die Marienburg ist heute ein Muss für Touristen in diesem Teil Polens.
Die Eisenbahnreise im Nordosten Polens wird landschaftlich immer schöner. Spektakuläre Brücken hoch über Seen und Sümpfen machen deutlich, mit welchen Problemen die Eisenbahnbauer im 19. Jahrhundert kämpfen mussten und warum die Idee des preußischen Militärs, ein Transportmittel durch diesen Teil des Reiches zu bauen, keineswegs leicht umzusetzen war. Wir sind auf dem letzten Teil der alten Ostbahntrasse. Braniewo ist die letzte Kleinstadt vor der Grenze zu Russland. Und auch unsere Endstation auf der Ostbahnstrecke von Berlin Richtung Masuren. Der Personenverkehr ist eingestellt. Die Ostbahn wird hier nur noch für den Güterverkehr genutzt. Hier ist der Hauptumschlagplatz für mit der Bahn angeliefertes Flüssiggas und Kohle aus Russland. Auf polnischer Seite hat man auf den zunehmenden Frachtverkehr aus Kaliningrad bereits mit Planungen für Neubaustrecken ab Braniewo Richtung Süden reagiert. Rund um die Uhr kommen die leeren Waggons aus dem Süden und die vollbeladenen Züge aus dem Norden in Braniewo an. Im idyllischen Städtchen Braniewo, dem ehemaligen Braunsberg, nur wenige Kilometer von einem der größten Rohstoffumschlagplätze Polens entfernt, merkt man von diesem regen Betrieb wenig. Im traditionellen Backsteinbaustil hat man auch hier die Spuren der Zerstörung aus dem Zweiten Weltkrieg beseitigt. Zum Abschluss unserer Reise über das Ostbahnnetz haben wir uns im Verladebahnhof für Rohstoffe und Gefahrengüter mit Radosław Czerniak verabredet. Mit ihm können wir auf die Reise im Innern eines Newag-Drachens gehen. Die E6-ACTA Dragon ist eine von 14 seit 2011 in Polen eingesetzten 7200 Kilowatt starken Elektrolokomotiven für den Güterverkehr. Radosław arbeitet für den Lotus-Konzern, der in Polen Transportunternehmen, Raffinerien und Tankstellen betreibt. Nazywam się Radosław Czerniak, Lotus Kolej pracuję od 2003 roku. Ich heiße Radosław Czerniak und arbeite bei Lotus seit 2003, als das Unternehmen eröffnet wurde. Wir sind insgesamt 400 Lokführer und 150 Eisenbahntechniker. Wir sind die größte polnische Firma für den Transport von Rohstoffen und Gefahrengütern und das zweitgrößte Transportunternehmen Polens überhaupt, hinter der Frachtabteilung der polnischen Eisenbahn PKP. Wir sind unterwegs mit 140 Lokomotiven und 4000 Eisenbahnwaggons. Radosław ist Ausbilder für die Lokführer in seiner Firma. Die Strecke von Danzig in Richtung Süden ist er schon unzählige Male gefahren. Er kennt hier jeden Stein. Und natürlich weist er uns auf das ganz besondere Bauwerk auf der Strecke hin. Die Eisenbahnbrücke kurz hinter Chef. Mit ihrem Bau war damals, 1857, zum ersten Mal eine direkte Eisenbahnverbindung von Berlin bis zur Grenze des Russischen Reichs in Eidkunen an der heutigen Grenze zu Litauen möglich. Rund 700 Kilometer von Berlin bis zur russischen Grenze sind wir auf der Trasse der ehemaligen Ostbahn gefahren. Durch eine dünn besiedelte und kaum erschlossene Region, die durch die Bahn an Berlin im Westen und St. Petersburg im Osten angebunden war. Eine durchgehende Eisenbahnverbindung gibt es nicht mehr. Auf jeder Einzelstrecke aber ist so viel an wunderschönen Landschaften und Städten zu entdecken, dass man ohnehin in Etappen von Berlin bis ans derzeitige Ende in Braniewo fahren sollte. Es lohnt sich.